Lesung Nummer 9 aus Reinecke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe zur Ausstellung Eating the Universe von meinem Stillleben Mean Mr. Mustard. Ich wollte vorher noch die Verwandlung meines Wirringkohls zeigen. Der sieht doch ganz eindrucksvoll aus der Nähe, während er da hinten jetzt nur noch wie so ein Haufen Unglück aussieht. Jetzt lege ich ihn mal weiter vorne hin. Also, ich muss mich sputen, denn meine Einteilung hier, die ist zeitlich sehr unterschiedlich. Der Dachs geht auf den Weg. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Feste. Reineken fand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte: Oheim Reinecke, seid mir gegrüßt. Ihr seid ein gelehrter, weiser, kluger Mann. Wir müssen uns alle verwundern, wie ihr des Königs Ladung verachtet, ich sage verspottet. Deucht euch nicht, es wäre nun Zeit. Es mehren sich immer Klagen und böse Gerüchte von allen Seiten. Ich rate euch, kommt nach Hofe mit mir, es hilft kein längeres Zaudern. Viele, viele Beschwerden sind vor den König gekommen. Heute werdet ihr nun zum dritten Male geladen. Stellt ihr euch nicht, so seid ihr verurteilt. Dann führet der König seine Vasallen hierher, euch einzuschließen, in dieser Feste Malepartus euch zu belagern. So gehet ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben zugrunde, ihr entflieht dem Könige nicht. Drum ist es am besten, kommt nach Hofe mit mir. Es wird an listiger Wendung euch nicht fehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten. Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen, Abenteuer bestanden, weit größer als dieses. Und immer kamt ihr glücklich davon und eure Gegner in Schande. Grimbart hatte gesprochen und Reinecke sagte dagegen: Oheim, ihr ratet mir wohl, dass ich zu Hofe mich stelle, meines Rechtes selber zu wahren. Ich hoffe, der König wird mir Gnade gewähren. Er weiß, wie sehr ich ihm nütze. Aber er weiß auch, wie sehr ich deshalb den anderen verhasst bin. Ohne mich kann der Hof nicht bestehen. Und hätte ich noch 10-mal mehr verbrochen, so weiß ich es schon, sobald mir es gelinget, ihm in die Augen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er seinen Zorn im Busen bezwungen, denn freilich begleiten viele den König und kommen in seinem Rate zu sitzen. Aber es geht ihm niemals zu Herzen. Sie finden zusammen weder Rat noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hofe, wo ich immer auch sei, der Ratschluss meinem Verstande. Denn versammeln sich König und Herren in kitzlichen Sachen, klugen Rat zu entsinnen, so muss ihn Reinecke finden. Das missgönnen mir viele, die habe ich leider zu fürchten. Denn sie haben den Tod mir geschworen, und gerade die Schlimmsten sind am Hofe versammelt. Das macht mich eben bekümmert. Über Zehen und Mächtige sind's, wie kann ich alleine vielen widerstehen? Drum hab ich immer gezaudert. Gleichwohl find ich es besser, mit euch nach Hofe zu wandeln, meine Sache zu wahren. Das soll mehr Ehre mir bringen, als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Ängsten und Gefahren zu stürzen. Wir wären alle verloren. Denn der König ist zu mächtig. Und was es auch wäre, müsste ich tun, sobald er es befiehlt.
Wir können versuchen, gute Verträge vielleicht mit unseren Feinden zu schließen. Reinecke sagte danach: Frau Ermelin, nehmet die Kinder, ich empfehle es euch, wahr, vor allen anderen des jüngsten Reinhards. Es stehen ihm die Zähne so artig ums Mäulchen. Ich hoffe, er wird der leibhaftige Vater. Und hier ist Rossel, das Schelmchen, der mir ebenso lieb ist. O, tut den Kindern zusammen etwas zu gut, indes ich weg bin. Ich will's euch gedenken. Kehr ich glücklich zurück und ihr gehorcht den Worten, also schied er von dann. Mit Grimbart, seinem Begleiter, ließ Frau Ermelin dort mit beiden Söhnen und eilte. Unberaten ließ er sein Haus, das schmerzte die Füchsin. Beide waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen, als zu Grimbart Reinecke sprach: Mein teuerster Oheim, wertester Freund, ich muss euch gestehen, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht des ängstlichen, bangen Gedankens, dass ich wirklich dem Tod entgegengehe. Da sehe ich meine Sünden vor mir und viel ich deren begangen. Ach, ihr glaubet mir nicht die Unruhe, die ich empfinde. Lasst mich beichten, höret mich an. Kein anderer Pater ist in der Nähe zu finden, und habe ich alles vom Herzen, werd ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Grimbart sagte: Verrede zuerst das Rauben und Stehlen, allen bösen Verrat und andere gewöhnlichen Tücken, sonst kann euch die Beichte nicht helfen. Ich weiß es, versetzte Reinecke, darum lasst mich beginnen und höret bedächtig. Confiteor tibi pater et mater, dass ich der Otter, dass ich dem Kater und manchen gar manche Tücke versetzte, ich bekenne es und lasse mir gern die Buße gefallen. Redet Deutsch, versetzte der Dachs, damit ich's verstehe. Reinecke sagte: Ich habe mich freilich, wie sollte ich es leugnen, gegen alle Tiere, die jetzt so leben, versündigt. Meinem Oheim, den Bären, den ich im Baume gefangen hielt, blutig ward ihm sein Haupt und viele Prügel ertrug er. Hinzen führt ich nach Mäusen, allein am Stricke gehalten, mußt er vieles erdulden und hat sein Aug verloren. Und so klaget auch Henning mit Recht. Ich raubt ihm die Kinder, große und kleine, wie ich sie fand, und ließ sie mir schmecken. Selbst verschont ich des Königs nicht, und mancherlei Tücken übt ich kühnlich an ihm und an der Königin selber. Spät verwindet sie's nur. Und weiter muss ich bekennen, Isegrim hab ich, den Wolf, mit allem Fleiße geschändet. Alles zu sagen fänd ich nicht Zeit. So hab ich ihn immer scherzend Oheim genannt, und wir sind keine Verwandte. Einmal, es werden nun bald 6 Jahre, kam er nach Elkmar zu mir ins Kloster. Ich wohnte da selbst und bat mich um Beistand, weil er eben ein Mönch zu werden gedächte. Das, meint er, wäre ein Handwerk für ihn, und zog die Glocke. Das Läuten freut ihn so sehr. Ich band ihm darauf die vorderen Füße mit dem Seile zusammen. Er war es zufrieden und stand so, zog und erlustigte sich und schien das Läuten zu lernen. Doch es sollte ihm die Kunst zu schlechter Ehre gedeihen, denn er läutete zu, wie toll und törig. Die Leute liefen eilig bestürzt aus allen Straßen zusammen, denn sie glaubten, es sei ein großes Unglück begegnet, kamen und fanden ihn da. Und ehe er sich eben erklärte, dass er den geistlichen Stand ergreifen wolle, so war er von der dringenden Menge beinahe zu Tode geschlagen. Wiedersehen.